Und Herren, viel Vergnügen. Jetzt wird es schrill, jetzt wird es bunt, jetzt wird es laut und trotzdem lustig. Ja, und da ist er wieder, der Puschel-Alarm. Da ist immer was los, wenn die Jungs kommen mit ihren schönen Beinchen. Die rosa Sitzung mit großen schwul-lesbischen Elementen hat doch, ich glaube, vor etwa 15 Jahren angefangen. Das hat sich richtig durchgesetzt. Die können feiern, das ist unglaublich. Da gibt es so typische Nummern wie René Glégé oder wie der heißt. Wahnsinn, absolut irre. Und da ist er ja schon. Ach, wunderbar, wie aus der Pistole geschossen. Das können wir alle mal üben, wenn ihr auch Stuart werden wollt. Da müsst ihr aber eben alle aufstehen, ja so. Dann üben wir jetzt mal, pass auf. 3, 4. Guten Tag. Wir haben 3 Notausgänge. 2 vorne, 2 an der Seite und 1 hinten. Hallo, René Glégé. Aloha. Markus Schlüter. Aloha. Absoluter Höhepunkt aber sind die rosa Funken. Sozusagen die fleischgewordene Latex-Antwort auf die meist eher kräftigen Normalo-Funken. Die rosa Funken gefallen mir ganz besonders. Sie wirken bei weitem nicht so steif wie die richtigen Funken. Die stehen ja wie die Stöcke, ne? Der offizielle Karneval, der anfänglich sehr, sehr dagegen war oder Bedenken hatte, der hat sie jetzt irgendwie integriert. Und das hat auch etwas mit diesem legendären Auftritt zu tun. Im Jahr 2000 kommt es zur karnevalistischen Verschwesterung. Das Kölner Dreigestirn zu Gast bei der Rosa Sitzung. Ja, die gehen da auch hin. Warum nicht? Wir feiern doch alle zusammen. Köln ist doch eine bunte Stadt und wir müssen unbedingt zusammenhalten. Und eine steht ganz besonders für diesen Zusammenhalt, die kölsche Motto-Queen Marie-Louise Nikuta. Ja, klasse, die haben die ja nun einverleibt, ne? Die haben sie umarmt und haben sie gar nicht mehr losgelassen. Es ist toll, dass es das gibt. Man muss jedem hier sein Podium geben, dafür ist Köln bekannt. Ich bin eine Schwule, Jung, was willst du machen? Ich bin eine Schwule, Jung, mach schwule Sachen.